Minuten. Unsere Bundestagsabgeordnete Esther Dircher, vielen Dank, dass sie sich Zeit genommen hat, dass sie heute da ist. Ist kein Zufall, sondern sie ist für uns wichtiger Beschaffer und Ansprechpartner, wenn es darum geht, Fördermittel in die Region zu holen. Dazu gleich noch mehr. Ich begrüße den Bürgermeister, der heute auch einen positiven Tag für Sie verbuchen kann. Es geht weiter mit der Stiftsruine. Wir werden die Verantwortung der nächsten Generation gewissermaßen weitergeben. Herr Dr. Buchstab vom Landesamt darf ich herzlich begrüßen. Ich begrüße die Vertreterinnen und Vertreter des Domaniums, der Banken, der Sponsoren, der Firmen, die uns betreut haben und unsere liebgewonnenen Nachbarn in die Ecke, die sich darum kümmern, dass das Gut auch weiterhin bewirtschaftet wird und dem Zweck auch nachkommen kann. Ja, die Sanierung der Stiftsruine, das sind über 200.000 Euro, die in den letzten Jahren dort hineingegeben worden sind, mit 203.000 Euro. Das ist für die Bayerische Rennstiftung, die ja hier Verantwortung trägt, schon ein ganz besonderes Projekt und deshalb sind wir sehr dankbar dafür, dass es gelungen ist, auch die Finanzierung auf so viele Füße zu stellen. Deshalb fange ich jetzt mit meinem Kanon der Dankesworte an. Ich beginne auf der Bundesebene. Der größte Anteil, 90.000 Euro, stammt tatsächlich von einem Sonderprogramm des Bundes. Die Bundesregierung ist seit einigen Jahren unterwegs damit, Sonderprogramme anzustoßen, weil die Diskussion insbesondere der kommunalen Familie mit dem Land und dem Bund, wie schaffen wir es eigentlich, unsere Infrastruktur zukunftsfähig zu gestalten. Wir haben Sanierungsstau in vielen Bereichen. Das geht über soziale Infrastruktur, es geht über die Bereiche des Sportes, aber eben auch in den Bereich der Kultur. Und Esther Dirch hat sich dann besondererweise eingesetzt, dass diese Programme immer auch wieder nachfinanziert worden sind, budgetiert werden. Sie ist Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages, der für uns nicht ganz unwichtig ist und damit ist sie nicht ganz unwichtig für uns. Ich darf jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Der direkte Draht zu ihr ist insoweit immer ganz witzig, wenn es darum geht, tatsächlich auch eine erfolgreiche Projektbewerbung an den Start zu bekommen. Weil ein Projektaufruf ist das eine, zum Zuge zu kommen, ist noch eine völlig andere Disziplin. Deshalb vielen Dank für die sehr tolle Unterstützung. Wir haben gleich noch ein Thema, wo wir durch sind, da müssen wir noch ein anderes Projekt mit ihr verabschieden. Kommt also noch mit Nacht. Ja, ich darf dem Landesamt sehr herzlich Danke sagen. Das klappt ja immer in einer intensiven Kofinanzierung. Mit Herrn Dr. Buchstab haben wir einen wichtigen Interessenvertreter, wenn es darum geht, solche Projekte dann auch im Haushalt zu platzieren. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Ich glaube, 60.000 Euro kommen aus Landesmitteln mit dazu. Und das versetzt uns eben erst in die Lage, tatsächlich solche Projekte, solche herausragenden Projekte auch zu realisieren. Wir haben die Vertreter der örtlichen Banken hier vor Ort, die üblichen Verdächtigen, wenn es darum geht, Kulturarbeit zu fördern. Das sage ich jetzt nicht despektierlich gemeint, sondern sehr ernst. Wir diskutieren in der Bankenbranche ja sehr intensiv darüber, brauchen wir noch diese Strukturen, diese lokalen Bezüge. Ja, wir brauchen sie nämlich messbar zu machen an diesen Projekten, weil die Sparkasse Waldeck-Frankenberg, aber auch die Waldecker Bank immer wieder auch ihre Mittel bereitstellen, um solche besonderen Projekte zu unterstützen. Auch das machen sie seit vielen, vielen Jahren und hoffentlich noch viele, viele weitere Jahre. Es geht aber auch nur dann, wenn wir so starke Unternehmen vor Ort haben. Vielen Dank an Sie beide für diese tolle Unterstützung. Ich darf Danke sagen Richtung der Experten, weil das müsste irgendwie auch mal fachlich umgesetzt werden. Da darf nicht jeder dran, um es mal vorsichtig auszudrücken. Es muss tatsächlich auch der Bauinstanz entsprechend umgesetzt werden. Dort braucht man entsprechende Fachkompetenzen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Ich mache weiter. Ich muss Danke sagen. Erst einmal an die große Familie der Domanialverwaltung. Das Sondervermögen der Bayerischen Landesstiftung wurde bisher ja weitgehend irgendwo, Entschuldigung Sabine Sauer, ich darf das mal so formulieren, nebenbei in der Kreisverwaltung dargestellt, aber das ist ein Projekt ganz anderer Qualität. Dafür haben wir Kompetenzen benötigt im baufachlichen Bereich, in der Frage, wie man Ausschreibungsverfahren generiert, wie die Verfahren zu administrieren sind. Herr Brock und an die Mannschaft herzlichen Dank auch an dieser Stelle. Und die Herr Schnare bitte die besten Grüße übermitteln und die besten Lesungswünsche an dieser Stelle. Er war da nicht ganz unwichtig. Ja, last but not least dann doch der Blick Richtung der Verwaltung und Richtung auch der seinerzeit verantwortlichen Dezernentin Frau Bede und Sabine Sauer als verantwortliche Sachbearbeiterin. Das Thema lag euch beiden ja schwer im Magen.
darf man das so formulieren? Weil irgendwie muss das ja bewegt werden und die lange Suche nach einem Lösungsrat hat sicherlich auch Schweißperlen gekostet, vielleicht auch die eine andere unruhige Nacht. Es hat sich gut gefügt. Beharrlichkeit hat sich ausgezeichnet. Vielen Dank auch an dieser Stelle an die Mannschaft. Ja, wir haben gleich vor, dass wir so ein bisschen noch Informationen aufnehmen bekommen zu den Besonderheiten dieses wichtigen Kulturgutes. Das wird gleich Herr Dr. Römer übernehmen. Bevor wir aber soweit kommen, darf ich jetzt mal den Herrn Dichter bitten, kurz von Ihrer Seite aus die Bewertung vorzunehmen. Und dann wird der Bürgermeister sicherlich auch noch mal ein paar Worte an uns richten wollen. Dann darf ich Herrn Dichter bitten. Bitte schön. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier jetzt auch eingeladen werde, um zu gucken, wo das Bundesgeld hingeflossen ist. Und wenn wir immer so schön sagen, das ist Bundesgeld, dann weise ich alle darauf hin, dass es eigentlich unser aller Geld, das sind Steuergelder. Und da ist es natürlich besonders schön, wenn man sagen kann, man ist in der schönen Rolle mit zu regieren und dann hier im Wahlkreis auch Geld zu platzieren. Es würde mir jetzt zwar auch Spaß machen, wenn ich sagen könnte, ich freue mich, dass Bundesmittel hier gelandet sind, aber wenn man dann wirklich dann auch noch mal den Haken dran setzen kann, und kann sich im Haushaltsausschuss dann auch in der Regierung bei solchen parlamentarischen Programmen aussuchen, wo im Wahlkreis das Geld landet. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Und ich bin total gespannt, wie das Geld hier verwendet worden ist. Und vielleicht noch eine schöne Nachricht. Wir sind jetzt in Berlin auch gerade dran, nicht nur diese parlamentarischen Programme aufzulegen. Das ist das eine. Weil wir freuen uns als Parlamentarier immer, wenn wir die frohe Botschaft verkünden können. Juhu, so und so viel 1000 Euro oder so viel 100.000 Euro fließen jetzt in das Projekt. Und dann hört man nichts mehr. Ich weiß nicht, du erinnerst dich an Mengeringhausen, an die Sportstätten, wo ich dann gesagt habe, wie weit seid ihr denn jetzt eigentlich? Und dann wird man eingeladen und merkt erstmal, was danach noch für Hürden kommen bei der eigentlichen Antragstellung. Dann eingereicht und wird ja zunächst erstmal die Projektskizze und dann bitte ich darum, dass ich das auch mitgeteilt bekomme, damit ich das entsprechend unterstützen kann. Und nur ganz wenige melden mir dann zurück, also hier Klemms und da haben wir vergessen Haken zu setzen und jetzt sollen wir die Unterlagen noch einreichen. Und da haben wir uns jetzt vorgenommen, dass wir diese Sachen verschlanken wollen. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinbekommen, weil wir gesagt haben, das ist ja Geld für die kommunale Familie. Wir könnten das theoretisch, wäre das Land zuständig und dann haben wir gesagt, wie können wir den Einfluss darauf nehmen, dass es dann direkter in den Kommunen landet und dann sind wir auf diese Idee oder ist man irgendwann mal auf die Idee mit den Sonderprogrammen gekommen. Und letztendlich wollen wir jetzt aber dafür Sorge tragen, dass wir sagen, die Kommunen, die können es. Die bauen ja für sich selber auf. Ich glaube, auch im Namen des Ortsvorstehers von Gottelsheim sprechen zu können, für uns ist das ein toller Tag. Ne, und der Jürgen Fandhaus hat es ja schon gesagt, das ist ja heute ein schöner Tag für mich. Ich gehe davon aus, er meinte die Unterzeichnung des Wald-Bild-Dialogs heute Morgen auch, wo wir so einen kleinen Grundlagenschub in der Zusammenarbeit zwischen Grundbesitzern, Forst und der Jägerschaft auf den Weg gebracht haben. Aber hier heute im Prinzip vielleicht mal die offizielle Wiedereinweihung der Ruine, das ist wunderbar. Und ich sag mal, ich bin ja jetzt, Esther, du hast mich ja vollkommen in Schwärmen gebracht, schon gedanklich. Nein, sie hat natürlich vollkommen recht, der kleine Exkurs muss sein, gerade für kleine Kommunen, noch in unserer Größenordnung, der Friedrich Schüttler weiß das auch, mit einer Mannschaft, 11 Leute in der Verwaltung, ist oft eine Hürde, Projekte nicht in der Idee zu entwickeln, sondern Projekte praktisch umzusetzen, weil es manchmal wirklich an den Hürden bei Antragsformularen, bei Fristen einzuhalten etc. pp. Scheitert. Und wenn man da etwas schlanker die Prozesse auf den Weg bringen. Ich glaube, dann werden wir schlagkräftiger und dann haben wir auch eine gewisse Dynamik in der Republik, Land auf Land ab, die wir da auch gut nutzen können. Und dann sind solche Projekte auch ein positives Ergebnis. Als nach dem Jahrhundert entstanden die Basilika mit oben geschickt, das steht hier gerade drin, und eine nebenhin durch Arkaden abgetrennte Seitenschiffe, wo es wohl ein bisschen dieser.
zugleich erhielt sie als eine besondere